Servus und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von X-Wing Alliance. Heute wieder im alternativen Aufnahmemodus. Mal sehen, ob das eine gute Idee ist. Aber dadurch habt ihr jetzt auf jeden Fall auch den Ladebildschirm wieder, das heißt die Zusammenfassung der Missionsbesprechung. Die neuen Geheimdaten der Schiffe wurden in der Tech-Bibliothek gespeichert. Wir sehen's mal. Willkommen auf der Liberty, dem besten Schiff der Flotte. Ich habe viel Gutes über Sie gehört, Herr. Unsere Techniker wollen sich diese neuen TIEs mal genauer ansehen. Unser Ziel ist es, einige von ihnen zu kapern, um sie dann zu analysieren. Wir haben einige Scheinkonvois in dieser Gegend platziert, um sie rauszulocken. Sie werden den Konvoi begleiten. Wenn die neuen Jäger auftauchen, wird es ihr Hauptziel sein, sie so weit außer Gefecht zu setzen, dass wir sie übernehmen können. Wir versuchen weiterhin unauffällig zu bleiben. Deswegen werden sie Z-95er fliegen. Um die Kraft dieser alten, aber ehrwürdigen Jäger zu verstärken, werden sie mit Ionen-Pulsraketen aufgerüstet. Commander Kupelow wird ihnen nähere Informationen geben. Viel Glück! Fliegen Sie weiter zum Zielgebiet und treffen Sie sich dort mit der Frachtergruppe Sulin. Ja klar, wieso auch nicht. Sulin besteht aus mehreren computergesteuerten Frachtschiffen. Jedes von ihnen hat gefälschte Transponder-Signale gesendet und Zollstationen gemieden. Wir hoffen, dass sie die Aufmerksamkeit des Imperiums auf sich ziehen. Wenn wir Glück haben, wird das Imperium ein paar dieser neuen Jäger aussenden, um die illegalen Aktivitäten der Gruppe Sulin zu untersuchen. Sie werden dort sein, um einige dieser mysteriösen Jäger zu kapern. Mit Hilfe der neuen Ionenpulsraketen werden sie so viele dieser experimentellen TIEs wie möglich außer Gefecht setzen. Der schwere Schlepper Atlas wird diese Schiffe anschließend aufnehmen. Nachdem die Operation beendet wurde, eskortieren sie die Atlas zurück zur Liberty. Fliegen Sie weiter zum Zielgebiet und treffen Sie sich dort mit der Frachtergruppe Sulin. Alles klar. Na, dann schauen wir doch mal. Ich bin mal sehr gespannt. Wir hießen auch Mackpuls im ursprünglichen Bock. Viel Spaß da draußen. Hoffentlich werden die Imperialen den Köder schlucken. Hey, Heinz, von 12 Uhr greifen Jäger an. Der wird nie wieder Probleme bekommen. Der wird nie wieder Probleme bekommen. Das wird sie erstmal auf Eis legen. Hier spricht 6. Ich werde hier gerade zerlegt. Sie sind außer Gefecht gesetzt. Die Z95 muss man einfach lieben. Nichts geht über das Gefühl der Stärke, die sie einem vermitteln. Starte Jäger. Irgendetwas nicht in Ordnung, Pilot? Nein, Sir. Wir haben die meisten feindlichen Jäger ausgeschaltet. Ein paar sind noch übrig. Gut. Hier spricht 2. Verstanden. Ignoriere angegebenes Ziel. Das wird sich jetzt mal auf Eis legen. Hey, Eis! Sie fliegen gefährlich nah ran! Schiffe von dem Sulin-Konvoi zu retten. Sulin hat die Hälfte seiner Schiffe einbüßen müssen. Schützen Sie unsere Schlepper während dieser Operation. Wir wollen sie nicht alle verlieren. Hier spricht 2. Gib mir Deckung, wenn du kannst. Oh.
Bericht 6. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Hier spricht 2. Ich stehe unter schwerem Beschuss. Schick das Rettungsteam zu mir. Hier spricht 4. Willst du mir meinen Abschuss stehlen? Ich sterbe! Hier spricht 5. Ich kann sie nicht abschütteln. Hier spricht 5. Ich kann sie nicht abschütteln. Hier spricht 5. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ruf das Bergungsteam. Hier spricht 4, gehe in Angriffsposition. Hier spricht 3, gib mir Deckung, wenn du kannst. Hier spricht 4, ich kann sie nicht abschütteln. Hey 1, achte auf die Turbolaser. Meine Schilde haben sich verabschiedet. Hier spricht 4. Ich schaffe es nicht. Schlechte Neuigkeiten. Wir haben Nummer 4 verloren. Hier spricht 3. Ich stehe unter schwerem Beschuss. Operation beendet. Wir nehmen Ziel auf die Basis. Jeder feindliche Jäger wurde entweder zerstört oder unschädlich gemacht. Stellen Sie sicher, dass Sie alle übrig gebliebenen funktionsuntüchtigen Schiffe erledigen. Unser Zeitplan erlaubt es uns nicht, sie alle mitzunehmen. Thank you.
gekommen ist und in die Falle gegangen und Sie haben es dafür bezahlen lassen. Identifizieren Sie diese Escort-Transporter. Ich wüsste, wie hoch meine Schilde gerade stehen. Glaube ich, die quasi anderen noch vernichten. Ich bin mal gespannt. Die Musik ruft ja wundervolle Erinnerungen an Rebellion wach. Wer das Let's Play noch nicht gesehen hat, sollte mal auf meinem Kanal nachschauen. Da könnt ihr Star Wars Rebellion sowohl auf Seiten der Rebellen wie auch auf Seiten des Imperiums ganz entspannt. Das ist ein wunderbares Let's Play. Das ist die Nachfolge zum Kreuzer der Partie. Da wollten wir jetzt gerade noch nicht hin. Das sieht nach einem Jäger aus. Da oben sind noch mal ein paar. Schon blöd, wenn der Radarschirm nicht mehr geht. Reichweite. Da ist er.
geht das Head-Up-Display noch. Auf geht's! Mal dahin. Den kann ich jetzt eigentlich auch den auf Erhalten hier setzen. Meine Fresse, das war jetzt eine erstaunlich komplizierte Mission. Eigentlich ist die nicht so schwierig, aber anscheinend doch. Keine Ahnung, wie ich das sonst formulieren soll. Willkommen, Piloten. Gut gemacht. Ich habe jetzt auch nicht gerade im übertriebenen Maß Punkte. Andererseits, ich konnte ja nicht viel abschießen, weil das meiste muss ich ja kapern irgendwie. Irgendwie lande ich hier immer auf der falschen Seite. Der Hangar ist manchmal auf der anderen Seite. Da kann ich hier vorne landen. Da ist auch ein Hangar. Soweit so gut. Nicht schlecht für Ihre erste Mission. Die Ionenpulsraketen haben gute Dienste geleistet. Dadurch, dass wir jetzt einige dieser Versuchsjäger gekapert haben, können wir mit der technischen Analyse beginnen. Wir hatten zwar gehofft, die Piloten dieser Escort-Transporter-Variante zu verhören, aber es sieht so aus, als hätten sie Befehl erhalten, keine Informationen weiterzugeben. Um den Gehorsam der Piloten zu sichern, hatte das Lebenserhaltungssystem eine Fehlfunktion, kurz nachdem der Flugschreiber meldete, dass das Schiff ausgeschaltet worden sei. Die Escort-Transporter haben aber auch so schon einige unserer Fragen beantwortet. Es sieht so aus, als wären sie mit hochentwickelten Kommunikationssystemen ausgestattet. Unsere Vermutung ist, dass diese Schiffe ein Teil eines experimentellen Jägerprojektes sind. Aber wer ist die treibende Kraft hinter dem Projekt? Jo, damit bedanke ich mich sehr herzlich für euch fürs Zuschauen, wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin macht es gut. Servus und auf Wiederschauen. Fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord!